Willkommen zu diesem Video-Tutorial über das Dulibar ERP und CRM-System. In diesem Video sehen wir uns an, wie das Modul Urlaubsanfragen in Dulibar verwendet wird. Voraussetzungen: Aktivieren Sie das Modul Urlaubsanfragen von Startseite Setup Module. Erteilen Sie dem Benutzer die Berechtigung für die Module. Weitere Informationen zum Einrichten von Berechtigungen für Benutzer finden Sie in unserem Video Benutzer, Gruppen und Berechtigungen. Urlaub beantragen. Das Modul Urlaubsanfragen steht im HRM-Menü zur Verfügung und ist hilfreich bei der Verwaltung von Urlaub und Urlaubsanträgen von Mitarbeitern. Mitarbeiter können Urlaub beantragen, indem sie auf die Menüoption Neu klicken. Die Menüoption ist verfügbar, solange der Benutzer über die entsprechende Berechtigung im Modul verfügt. Das aktuelle Urlaubsguthaben wird oben als Referenz angezeigt. Wählen Sie den Benutzer aus, für den der Urlaubsantrag gestellt wird. Wenn Sie ein Vorgesetzter oder Administrator sind, können Sie einen Benutzer auswählen, der Ihnen untergeordnet ist. Wählen Sie die Art des Urlaubs, den Sie beantragen möchten. Wählen Sie ein Start- und Enddatum sowie die Sitzungen, falls Sie keinen vollen Urlaubstag beantragen. Wählen Sie den Benutzer aus, der Ihren Urlaub genehmigen muss. Sie können das Beschreibungsfeld verwenden, um zusätzliche Informationen bereitzustellen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Urlaubsantrag erstellen, um den Urlaubsantrag zu speichern. Der Urlaubsantrag befindet sich jetzt im Entwurfsstatus. Über das Menü Verknüpfte Dateien können Sie bei Bedarf Anhänge hinzufügen. Wenn Sie fertig sind, senden Sie Ihren Urlaubsantrag, indem Sie auf die Schaltfläche Validieren klicken. Genehmigungsworkflow. Auf diese Weise erstellte und zur Genehmigung eingereichte Urlaubsanforderungen warten auf die Aktion im entsprechenden Dashboard des Vorgesetzten oder Administrators. Der Vorgesetzte oder Administrator kann nun den Urlaubsantrag prüfen und geeignete Maßnahmen wie Genehmigung oder Ablehnung ergreifen. Sobald ein Urlaub genehmigt wurde, wird der verfügbare Urlaub automatisch aktualisiert. Urlaube anzeigen und Urlaubssaldo aktualisieren. Verwenden Sie die entsprechenden Menüs, um die Liste der Urlaube anzuzeigen. Urlaube können basierend auf dem Status jedes Urlaubs überprüft werden. Zum Beispiel Entwurf, Warten auf Genehmigung, Genehmigt, Storniert und Abgelehnt. Administratoren können auf Urlaubssaldo klicken, um den verfügbaren Urlaubssaldo für jeden Mitarbeiter zu überprüfen. Um das Urlaubsguthaben eines Mitarbeiters zu aktualisieren, geben Sie einfach die Tage ein, fügen Sie bei Bedarf eine Notiz hinzu und klicken Sie auf Aktualisieren, um das Urlaubsguthaben zu aktualisieren. Beachten Sie, dass Sie auf dieser Seite möglicherweise mehrere Spalten mit unterschiedlichen Werten haben, wenn Sie mehrere Arten von Urlaube mit unterschiedlichen Zählern einrichten. Die monatliche Abrechnung bietet eine grafische Vogelperspektive aller Urlaube, basierend auf einem Monat und einem Jahr, je nachdem, was für Sie sinnvoller ist. Änderungsprotokolle und Details zu Änderungen, die am Urlaubsguthaben eines Mitarbeiters vorgenommen wurden, erfassen. Es gibt auch viele andere Funktionen, die über das Setup aktiviert werden können. Wie bei den meisten Dulibar-Modulen können Sie auch eigene benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um Ihre Urlaube zu beschreiben, Standard- oder Pflichtwerte zu definieren, und Sie können das Exportmodul zum Exportieren der Blattdatenbank verwenden. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video-Tutorial angesehen haben. Besuchen Sie www.dulibar.org, um mehr zu erfahren.